Minuten gerade, weil die bringen jetzt gerade 8 Minuten. Das ist wirklich mit einer Hand. Ja, früher 1914 oder 15. Da war ich eigentlich schon nicht mehr zu Hause. Ich kann mich an die alten Nummernschilder noch erinnern. Wenn Sie damit planen, Sie müssen damit arbeiten, das ist so eine Höhe des Schildes. Die Höhe des Schildes, ja, das geht nämlich hier auch fast nicht. Denn Sie können eine Höhe nur halten, wenn Sie, ich sag mal, wenn Sie ein Dreieck haben. Ne? Mhm. Und wenn jetzt guckt man genau von oben runter. Thank you.
Da steht sie. Schön, ne? Dann ist da eine hier.
Ja, weil diese Markt hier auch leider. Woran hat sie gescheitert? Natürlich. Aber nicht mehr verfolgt oder gab es mehr verfolgt? Ja, genau. Das ist auch. Ich sag mal, hier ist ja auch mehr Qualität statt Quantität. Aber was hier an Fahrzeugen sind, ist alles einzuschiffen. Wir haben nur einen Stahl mit Fletschung getrennt. Kommt das nicht? Ja, das hat viel mehr. Die Absetzung. So langsam ein Zylinder. Also bergab mit Rückenwind. Und dieser, der ist ja noch wackelig. Ja, das stimmt, ey. Ja. Das ist der Harme. Der ist ja nicht gut gesehen. Welche? Kurt Leopold, bitte mal zur Dampfmaschine. Das ist ein Straßenbahnmuseum. Ja. Die Frau gegründet, heute werden wir das Straßenbahnmuseum.
abfahrende Volk, die mit der Neubau handelt, die hier an Werkstatt, hinter Werkstattgebäude nennt sich seine Stadt, wirklich sich alle miteinander können. Aktuell sind 70 Straßenbahnen im Einsatzbereich. Das geht bei Rundfunk, Exponierter Stadtwerke mit Außenanlagen. Also insgesamt sind immer drei Prüfungen fällig. Heute hier in diesem Straßenbahnmuseum auch viele andere interessante Herren und Damen oder Damen und Herren zu Gast sind, nämlich der Verein Deutscher Ingenieure ist heute zu einem Event hier auch eingeladen. Genau. Die sich dann dafür sicherlich auch interessieren für diese Technik. Ich weiß zwar nicht, ob der zweite Vorsitzende Uwe Groth hier irgendwo in der Nähe ist, ob er uns hört. Und derweil können wir Sachen mal Musik machen. Musik macht die Dampfmaschine. Das ist aber nur, eben, wie gesagt, ein Highlight, was wir euch hier vorstellen. Insgesamt haben wir hier doch viele besondere Maschinen. Das ist zwar keine Riesenveranstaltung. Also ich denke mal, alles was Hanomag produziert hat, bis auf Lokomotiven, ist hier anzuschauen. Und was besonders interessant sind, ist natürlich ein sehr hohes Teilnahmefeld für die sogenannten Kommissbrote, was auch... Yeah.
für die Kulturhauptstadt. Ja, aber nur für den Intellekt.